Buchlinge, herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Adventspecial, nämlich Hörbücher für Weihnachten. Diejenigen von euch, die meine Podcasts schon etwas länger verfolgen, können sich vielleicht noch an das Weihnachtsspecial aus dem vergangenen Jahr erinnern. Ich möchte auch in diesem Jahr wieder an jedem Adventssonntag zwei weihnachtliche Hörbücher vorstellen. In dieser Podcast-Folge spreche ich über das Rezensionsexemplar Die Schokoladenvilla von Maria Nicolai, und zwar den ersten Band, und über den Kinderbuchklassiker Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel von Cornelia Funke. Also legen wir los mit Hörbuch Nummer 1. In Die Schokoladenvilla lernen wir Familie Rothmann kennen. Die Geschichte spielt übrigens am Anfang des 20. Jahrhunderts. Familie Rothmann lebt in Stuttgart und besitzt eine Schokoladenfabrik, die regional und ich glaube auch überregional schon recht bekannt ist. Tochter Judith ist, glaube ich, inzwischen 20 oder 21 Jahre und möchte gerne in den Familienbetrieb einsteigen. Ihr Vater hat aber ganz andere Vorstellungen. Er möchte nämlich gerne, dass seine Tochter endlich heiratet. Er glaubt nämlich, dass Judiths jüngere Brüder, zwei Zwillinge, die Fabrik eines Tages übernehmen werden. Wir springen jetzt erstmal in die Hörprobe. Judith starrte ihm nach. Seine Andeutung hatte ihr das Blut in die Wangen getrieben. Und nicht einmal aus Scham, wie es sich geziemt hätte, sondern aufgrund einer unwillkürlichen Reaktion ihres Körpers. Die Vorstellung, mit ihm allein zu sein und einen Walzer zu tanzen, einen, der sogar etwas ungebührlich geriet, löste eine unerwartet heftige Erregung in ihr aus. Wie alt er wohl sein mochte? Sie schätzte ihn auf Ende 20, aber ganz sicher war sie sich nicht. In manchen Situationen wirkte er bereits viel älter und sehr abgeklärt. Das Leben hatte ihm wohl schon einiges abverlangt. Viktor machte eine halbe Drehung und kam ihr dabei so nah, dass sie seinen kräftigen Oberkörper an ihrem Rücken spürte. Obwohl sie wusste, dass sie das nicht tun durfte, lehnte sie sich an ihn. Er fasste sie um die Taille und gab ihr Halt. Die Berührung war berauschend. Judith schloss die Augen und gab sich diesem Moment hin. Sie roch seine Seife und sie roch ihn, und die Welt ringsumher trat für einige kostbare Minuten in den Hintergrund. »Ich hätte nicht erwartet, dass Sie das Schlittschuhlaufen derart perfekt beherrschen«, sagte Judith leise. Sie hörte sein verhaltenes Lachen an ihrem Nacken. »Sie wissen vieles nicht von mir, Fräulein Rothmann. Judith«, er ließ sie vorsichtig los, nahm sie bei der Hand und zog sie mit sich in eine atemberaubende, schnelle Runde. Judith lachte vergnügt, als alles um sie herum zu einer Melange aus Weiß, Hellblau und Grau verschwamm. Sie verlor ihren Muff, aber das war ihr gleichgültig. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte sie sich unbeschwert und leicht. Und dann zog Viktor sie doch in eine Umarmung und deutete einen Walzer an. »Nennst du mich ab jetzt beim Vornamen?«, fragte er sie mit einem verschmitzten Lächeln. Judith nickte und strahlte ihn an, spürte seine Arme um sich und hatte das Gefühl, ihr Herz müsse zerspringen vor lauter Glück. »Ach, du liebe Zeit!« Wenige Drehungen später machte Judith sich hastig los und sah besorgt in Richtung des Weges, der vom Affengehege her zur Völkerwiese führte. »Was ist?«, fragte Viktor irritiert. »Dort kommen zwei Freundinnen von mir, Charlotte und Dorothea. Sie haben uns bereits gesehen.« Viktor schaffte sofort Abstand. »Das tut mir sehr leid, Judith. Ich wollte dich nicht in Bedrängnis bringen.« Er wirkte zerknirscht und Judith versuchte sich an einem schwachen Lächeln. »Ich weiß. Es ist nicht deine Schuld, Viktor, jedenfalls nicht nur. Ich hätte wissen müssen, dass jederzeit jemand vorbeikommen kann, den ich kenne.« »Ist Dorothea von Braun die Schwester von Albrecht von Braun?« Judith fuhr herum. »Ja, kennst du ihn etwa?« Ihr Ton klang schroffer als beabsichtigt. Viktor sah sie verwirrt an. »Er ist ein Freund von Edgar Nold, meinem Mitbewohner. Du kennst ihn ja«, erklärte er ratlos. Judith tat ihre barsche Reaktion sofort leid. »Ja, natürlich. Edgar und Albrecht sind Freunde. Da bist du ihm gewiss schon begegnet«, entgegnete sie versöhnlich, während sie aus den Augenwinkeln sah, dass Dorothea näher kam. Charlotte neben ihr redete heftig auf sie ein.
Ich werde mich am besten zurückziehen, Judith. Aber ich bleibe in der Nähe deiner Zofe, bis ich weiß, dass du sicher nach Hause kommst. Nein, bleib noch einen Moment. Ich werde dich vorstellen. Das ist allemal besser, als wenn wir uns hastig verabschieden, widersprach Judith. Wie du meinst. Wer ist denn die andere junge Dame? Charlotte Wenninger. Wir verbringen viel Zeit miteinander, Dorothea, Charlotte und ich. Ich verstehe, meinte Viktor. Sie gaben vor, unbefangen zu plaudern, bis die beiden jungen Frauen bei ihnen stehen blieben. Ach, Judith, wer hätte das gedacht? Bist du heute nicht auf dem Feuersee Eislaufen? Dorothea begrüßte sie gewohnt herzlich, doch Judith entging nicht ihr argwöhnischer Blick Richtung Viktor. Sie kenne ich doch, meinte sie dann auch prompt. Wir haben uns doch bereits in der Schokoladenfabrik kennengelernt, nicht? Viktor deutete eine Verneigung an. So ist es. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Fräulein von Braun. Jetzt fiel auch Judith wieder ein, dass Dorothea Viktor an jenem Tag gesehen hatte, als sie ohnmächtig geworden war. Ihr selbst war diese Tatsache völlig entfallen. Oh ja, das stimmt, beeilte sie sich jetzt zu sagen. Herr Reinberger und ich arbeiten an einer technischen Weiterentwicklung, Dorothea, und haben uns heute zufällig getroffen. Und wie das so ist, kommt man gleich wieder ins Gespräch. Gewiss, ich habe gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Dorothea schien verärgert. Das wiederum verstand Judith nicht. Dorothea wusste doch, dass sie ihren Bruder weder heiraten wollte noch würde. An der Hörprobe habt ihr wahrscheinlich bereits gemerkt, dass in der Reihe auch die großen Gefühle natürlich nicht fehlen dürfen. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum dieser Titel ausgerechnet etwas für die Weihnachtszeit sein soll. Die Geschichte eignet sich, finde ich, vor allem für die Weihnachtszeit aufgrund der Atmosphäre. Wir erleben hier nämlich einen Familienalltag. Wir lernen die verschiedenen Familienmitglieder kennen, finden heraus, was sie so beschäftigt, ja, und sind einfach eine Zeit lang dabei, wie Familie Rothmann so ihr Leben lebt. Der Spannungsbogen der Geschichte ist, finde ich, solide. Es gab hier und da so ein paar Handlungsstränge, die ich gefühlt erraten habe, aber das fand ich auch gar nicht schlimm, weil mich die Atmosphäre der Geschichte einfach überzeugt hat, ich die Charaktere mochte und ich es mochte, wie Maria Nicolai diese Geschichte erzählt und wie sie auch schon, ja, Handlungsstränge strikt, spinnt, wie auch immer man das jetzt nennen mag, weil hier handelt es sich ja um einen reinen Auftakt und da gibt's schon so ein paar Konflikte, die hier so angedeutet werden, wo man einfach weiß, dass die erst in den nächsten Bänden wirklich rauskommen. Außerdem geht es in der Geschichte natürlich auch um Schokolade und gerade Judith ist ziemlich erfinderisch und lässt uns viel an ihren Schokoladenkreationen teilhaben. Das Hörbuch wird von Beate Himmelstoß gelesen. Ich finde, sie hat eine angenehme Stimmfarbe, die auch gut zur Geschichte passt. Und sie schafft es so, diese gemütliche Atmosphäre, ich nenne das jetzt einfach mal so, gut zu transportieren. Es gibt nur einen kleinen Nachteil, der hat jetzt aber irgendwie nicht den Inhalt negativ beeinflusst. Da die Geschichte in Stuttgart spielt, begegnet uns hier und da natürlich auch der schwäbische Dialekt, der vor allem von, ich nenne es jetzt mal, der Arbeiterklasse gesprochen wird. Und Beate Himmelstoß kann leider kein Schwäbisch. Also sie gibt sich wirklich Mühe. Stellenweise klingt es, finde ich, sehr gekünstelt und teilweise klingt es auch einfach wie Sächsisch. Und das tut mir dann so ein bisschen leid, weil gerade diese Dialektsache ja etwas ist, wo ich mir denke, entweder man ist Muttersprachler und kann es, in Anführungsstrichen, ja, oder man hat das Glück und kann es gut imitieren, aber das ist sowas, wo man ihr, finde ich, keinen wirklichen Vorwurf machen kann, ja, dass sie sich einfach schwer damit tut. Kommen wir an dieser Stelle noch zu den Eckdaten. Das Hörbuch Die Schokoladenvilla, Band 1 von Maria Nicolai, wird gelesen von Beate Himmelstoß und ist bei der Hörverlag erschienen. Das Hörbuch gibt es in zwei Ausführungen, zum einen als Download, als ungekürzten Titel. Ich habe mich jetzt für die CD und den gekürzten Titel entschieden. Gekürzt hat das Hörbuch eine Laufzeit von ca. 11 Stunden. Das Hörbuch kostet in Deutschland 9,99 €. Kommen wir nun zu Hörbuch Nummer 2, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel von Cornelia Funke. Niklas Jule Buck ist der einzige echte überlebende Weihnachtsmann. Das Problem ist, er hat Berufsverbot.
Eines Tages landet er dann mit seinem Wohnwagen und seinen Mitarbeitern in einer Wohnsiedlung. Doch seine Feinde sind ihm dicht auf den Fersen. Wir springen jetzt in die Hörprobe. 2 Wochen vor dem letzten Weihnachtsfest, begann Julebuck, war es sehr nass und kalt und ich hatte eine scheußliche Erkältung. Ganz furchtbar, zwitscherte Mathilda und nahm sich einen Lebkuchen. Wir packten gerade ein paar Geschenke ein, fuhr Julebuck fort, als es plötzlich an der weißen Tür dort klopfte. Alle Augen wanderten zu der verriegelten Tür. Draußen stand ein riesiger Nussknacker. Er knirschte mit den Zähnen, packte mich am Kragen und verkündete, der große Weihnachtsrat wolle mich sprechen. »Der große Weihnachtsrat?« fragte Ben. »Die Versammlung aller Weihnachtsmänner!« Fliegenbart verzog angeekelt das Gesicht. »Aber zu sagen hat da nur einer was, Waldemar Wilhelm Wichteltod. Seit dieser Schuft am Nordpol regiert, ist Weihnachten klebrig wie ein Honigbrot.« »Oh, dieser Waldemar ist so ein Widerling«, rief Mathilda. »Motorschlitten hat er den Weihnachtsmännern besorgt und aus den Rentieren Salami gemacht. Er hat die anderen Weihnachtsmänner überredet, die Wunschzettel der Kinder zu vergessen und nur noch von den Eltern Bestellungen anzunehmen, gegen Vorauszahlung natürlich, und Heiligabend wird im Schnellverfahren geliefert.« »Scheußlich«, murmelte Ben. »Scheußlich«, rief Fliegenbart, »dann hör dir das mal an, Waldemars selbst komponierte Weihnachtshymne.« Er schnappte sich Julebucks Zuckerlöffel, schwang ihn wie einen Spazierstock, steppte über den Tisch und sang »Weihnachten, du goldenes Fest, das uns Geld verdienen lässt! Wunschzettel, die schmeißt bloß weg, die sind nichts als Mäusedreck, denn die Kinder dieser Welt haben nun mal nicht viel Geld. Oh, und den Eltern reden wir ein!« Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten muss teuer sein, Weihnachten muss teuer sein. Nur Geschenke, die viel kosten, werden nie im Keller rosten. Und bald sinkt die ganze Welt. Weihnachtsfreude kostet, Weihnachtsfreude kostet, Weihnachtsfreude kostet Geld, 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 Geld. Und mit einem Grinsen verbeugte Fliegenbart sich vor Ben und ließ sich, etwas außer Puste, auf den Hosenboden fallen. »Das ist ja ein scheußliches Lied«, stammelte Ben. »Im Weihnachtspalast hörst du es den ganzen Tag«, sagte Julebuck. »Es dudelt aus 24 Lautsprechern, die Waldemars Nussknacker überall aufgehängt haben.« »Erzähl von den Kobolden«, sagte Mathilda. »Erzähl ihm, was Waldemar mit den armen Kobolden gemacht hat.« Julebuck seufzte. »Ja, das ist der traurigste Teil der Geschichte. Waldemar hat die anderen Weihnachtsmänner davon überzeugt, dass nur Menschen das Spielzeug bauen könnten, das Kinder sich wünschen. Kobolde, redete er ihnen ein, würden das nie schaffen. Verleumdung, knurrten die Kobolde und hämmerten wütend auf dem Rad herum. Eines Nachts, erzählte Julebuck weiter, ließ Waldemar alle Kobolde von seinen Nussknackern in den Schnee jagen. Niemand weiß, wo sie geblieben sind. Seither bringen die Weihnachtsmänner nur noch Menschenspielzeug zu den Menschenkindern. Buchlinge, ihr habt es anhand der Hörprobe bereits gemerkt, hierbei handelt es sich eher um eine Kindergeschichte. Da das Hörbuch eine relativ kurze Laufzeit hat, will ich gar nicht so viel über den Inhalt reden. An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf ein paar Sachen eingehen, die mir richtig gut gefallen haben. Und zwar fand ich es interessant, wie Cornelia Funke diese ganzen Weihnachtsbegriffe zusammenbringt. Was ich damit meine, anhand der Hörprobe habt ihr es ja schon gehört, es gibt 24 Lautsprecher, die entfernt natürlich an die 24 Adventskalendertürchen erinnern. Dann gibt es die Nussknacker. Nussknacker, das ist ja auch so eine Figur, die gerade in der Weihnachtszeit sehr präsent ist. Und das ist natürlich auch so, dass der Weihnachtsmann ja weihnachtliche Mitarbeiter hat, wie zum Beispiel einen Engel und eine kleine Gruppe lebendiger Kobolde. Und man könnte halt meinen, dass diese ganzen Figuren oder Weihnachtsbräuche, ja, also dass diese ganze Geschichte so drumherum irgendwann ausgeschöpft ist. Aber ich finde, Cornelia Funke hat es trotzdem geschafft, so das Altbekannte zu nehmen und es irgendwie nochmal neu zusammenzusetzen. Ich finde, die Geschichte ist nicht nur aufgrund des Schreibstils gut für Kinder geeignet, sondern auch aufgrund der Hörbuchaufmachung. Und zwar ist die Geschichte in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Ja, diese Abschnitte gehen so
Im Grunde 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Und zwischen diesen Abschnitten gibt es immer wieder kurze Musikstücke, die auch eine halbe Minute bis, ich glaube, sogar einmal 1,5 Minuten gehen. Und gerade die Musik lockert die Geschichte auch so ein bisschen auf. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als ich früher irgendwie mal ein Hörbuch gehört habe, war das immer mal so, dass ich so als Kind irgendwie doch mal für ein paar Minuten abgeschweift bin, dann habe ich wieder zugehört. Ja, und hier durch die Musik, ja, muss man nicht so viel am Stück konzentriert bleiben. Das war jetzt irgendwie ein schräger Satzbau, oder? Das Hörbuch wird von Karl Menrath gelesen und ihr habt ja schon in der Hörprobe gehört, dass er wirklich sehr, sehr lebendig liest. Er hat mir als Sprecher hier sehr gut gefallen und passt auch sehr gut zur Geschichte. Kommen wir nun zu den Eckdaten. Das Hörbuch Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel von Cornelia Funke wird von Karl Menrath gelesen. Produziert wurde das Hörbuch von Jumbo Neue Medien. Die Geschichte hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden und 51 Minuten. Weder auf der Homepage noch auf meiner CD-Hülle steht jetzt, ob es eine gekürzte oder ungekürzte Lesung ist. Das Hörbuch hat 3 CDs. Ich nehme mal an, dass es nicht gekürzt wurde. Aber mit Sicherheit kann ich das jetzt natürlich nicht sagen. Der Titel kostet in Deutschland 12 Euro. Buchlinge, das war der erste Teil meines diesjährigen Podcast-Advent-Specials. Mich interessiert natürlich, kennt ihr eine der beiden Geschichten? Und gibt es irgendwelche Weihnachtsgeschichten, die ihr so um die Weihnachtszeit gerne lest oder hört? Lasst es mir doch gerne in den Kommentaren da. Und ich hoffe, wir sehen, lesen, hören uns bald wieder.